Wenn wir von der Zukunft Südtirols reden, ist als erstes sicherlich die Ethik zu nennen, dass ich heute ein einheimisches Produkt verkaufe, wo ich weiß, wo und wie das produziert wird, wo ich aber auch national oder ein international gehandeltes Produkt habe, das genauso nach faire Richtlinien produziert wird und angeboten wird. Wir werden sicherlich auch ein Thema des Abfalls stellen müssen. Gerade im Handel ist eigentlich eine sehr große Menge an Abfall da und auch da wird es neue Lösungen für neue Fragen geben. Und im Lebensmittelhandel speziell kommt dann nochmal das Thema Unverträglichkeiten dazu, Gesundheit in der Ernährung, was wird wie, warum gegessen oder auch nicht. Wir sind einfach zu klein, um im Konzert der Großen mitzuspielen. Wir werden sicherlich schauen müssen, dass wir gut vernetzt sein und dass wir eher lösungsorientiert als problemorientiert arbeiten, dass man ein bisschen konfessionsübergreifend vom Hotel und Gastwirt zum Handel, zum Bauern, zum Handwerker, zum Industriebetrieb, zum egal was, einfach, dass wir zusammenarbeiten und versuchen, Themen zu finden, die uns gegenseitig weiterbringen und uns gegenseitig etwas helfen. Nur glaube ich, eigentlich sind wir auf einem ganz, ganz guten Punkt, wenn wir es schaffen. Es hat vorher das Zeitalter Freiheit gegeben, der unbegrenzten Möglichkeiten. In der Zwischenzeit sind wir im Zeitalter der Verantwortung, wo wir uns einfach bewusst sein müssen, egal was wir tun, dass wir dafür die Verantwortung übernehmen und dafür gerade stehen müssen.